Also das mich Befremdende hat eine sehr große Faszination. Sich dem auszusetzen, was einen erschüttert und auch in einen Ekel treibt, in Ablehnung und Verwirrung, in all diesen, in diesen Empfindungen, man sich selbst begegnet im Zweifel des vermeintlichen Schutzes, der nicht mehr gewährleistet ist, wenn man so bereit ist wie ich, sich dem Befremdenden auszusetzen. Und das, was da mich anrührt, ist dann ja, wie ein Lichtschlitz, der es mir erlaubt, Einblick zu gewinnen in eine Welt, die mir eben fremd ist und auch bleibt, aber ein Zugang ist ermöglicht durch die Akzeptanz und der Respekt vor den anderen Menschen, die so andersartig sich verhalten, auch durch ihre Geschichte geprägt, nicht nur durch ihre kulturelle Herkunft, sondern auch durch dramatische Geschichte von schrecklichen Ereignissen, dass durch diese Verletzungen, die die Menschen erfahren haben, Verbindungen möglich sind, dass man über das spricht, was einen zutiefst beschämt, was einen verletzt durch Wörter wie auch durch Taten, wie in Kriegen, und dass da eine fast unalphabetische Gefühlswelt sich auftut, sich dem anderen nähern zu können, durch die Akzeptanz seiner Andersartigkeit und durch die ja, durch den Versuch, sich selbst zu überwinden in seiner Prägung, in seinen Vorurteilen. Und so sind Begegnungen möglich, die dann im Bildnerischen, also unalphabetisch, in meinen Werken Ausdruck finden. Nicht? Da, wo man es augenfällig macht und wo es auch ablesbar ist. Sie waren 1973, weil Sie nicht nach Vietnam einreisen konnten in Laos, haben den Ho Chi Minh-Pfad begleitet, haben den Bombenhagel miterlebt, sind dann in den 80er Jahren in Vietnam gewesen, haben dort ausgestellt und waren 1993 in Kambodscha und haben sich in Phnom Penh das Museum oder den Gedenkort des Terrors der Roten Khmer angeschaut, Tuol Sleng. Erzählen Sie ein wenig über Ihren Bezug zu dieser Region. Wie hängen westliche Geschichte und exotische Geschichte, die Situation in Vietnam miteinander zusammen in Ihrem Werk? Und wie reagieren Sie genau in dieser Handlungsweise auf das, was Sie erlebt haben und was Sie versuchen zu vermitteln? Also das Erste, wo ich diese Schule betrat, ist, glaube ich, so eine Ingenieurschule von Franzosen erbaut, und da wurden Wände eingezogen, kleine Boxen gemacht, und da wurden Menschen angekettet und gefoltert mit Elektrizität und Wasser tauchen und erschlagen, weil man auch Kugeln sparen wollte. Und das zu erleben in dieser archaischen Wirklichkeit, also noch in der Zeit, wo Pol Pot ja noch in der Grenze nach Thailand ja noch existierte und diese Aktivitäten ja dann immer wieder vorkamen, dass Minen gelegt wurden, jede Nacht neu. Wenn, da waren auch UNO-Soldaten schon in der Zeit da und haben natürlich versucht, etwas zu befrieden, was nicht von der Pol Pot-Gruppe dann besetzt war. Aber diese Leute waren dann eben auch nachts voller Angst und sind in ihre Blechcontainer zurückgegangen, ummantelt und umwickelt von mit Stacheldraht großen Bollwerken. Und innen rappelte der Ventilator und die Klimaanlage. Also es war innen, glaube ich, mehr Folter als außen. Aber das, und es waren hauptsächlich auch afrikanische Soldaten von der UNO, die damals versuchten, das zu regeln, dass man die Brücken nutzen konnte. Aber nachts wurden wieder neue Minen gelegt, und
dass die eigentliche Aussage ist die, dass man dieses Gefühl, wenn man Kinder hat, dann weiß man ja, sie sind spontan und sie laufen irgendwo hin und man weiß eben nur, es gibt diesen schmalen Pfad zwischen den Reisfeldern und rechts und links darf man auch nicht treten, denn da liegen noch Minen. Und dann sieht man die Kinder, wie sie spielen und weißt du, wo sie dann bedenkenlos dann rennen und so. Und immer hat man dieses Gefühl so, als wenn das Baby noch klein ist und es kann vom Tisch fallen und was man als eben als Vater erlebt hat, so dass man ständig in dieser Atemlosigkeit war, so dass, ach, was kann passieren, nicht? Nicht an sich selbst denken. Die Eltern saßen in ihren Pfahlhütten, diese sehr, sehr landwirtschaftlich strukturiert, aber sie gingen auch nicht auf die Felder, weil sie eben vermint waren. Sie konnten auch nicht Nahrung für sich aus der Erde entnehmen. Und dass dieses Gefühl auch der verletzten Kinder und alle, die dann schon mal wieder verheilt waren, mit einem Arm ab, einem Bein ab oder tatsächlich Verletzungen im Gesicht, das hat mich dann so erschüttert, dass man eigentlich so in die Landschaft schaute wie durch einen Vorhang von Tränen. Also man weint nicht, sondern man ist permanent in dieser Hingabe. Mhm. Und so habe ich dann diese Serie der Bilder gemacht und auch den Text geschrieben darüber. Und das hier mitzuteilen ist wahrscheinlich ein bisschen, jetzt liegt es so weit zurück, aber es war dann, wenn man auf die Anfangsfrage zurückkommt, die Sie nannten, dass ja Beziehungen zu eigener Kindheitserfahrung vorliegen. Und so wie ich dann als Knabe dann doch den Krieg erlebt habe, aber eigentlich ähnlich wie in Laos, wie ich es erlebt habe in 1973, da wo Bombardement wohl stattfand, aber in einer großen Agrarlandschaft und mit wunderbaren Menschen und wo es dann durch die äußeren Umstände es möglich war, gemeinsame Empfindungen zu erfahren durch die gemeinsame Bedrohung von außen, dass Bomben fielen und dass man nur nachts sich bewegte und tagsüber kein Ziel bieten wollte. Und dass da durch die gemeinsam erlebte Gefährdung eine Nähe sich entwickelte. Aber das ist natürlich makaber, dass Nähe dadurch möglich ist, das aber zugleich mit so viel Zerstörung verbunden sein kann. Mhm. Nun aber in Kambodscha war es dann doch von der perfiden Art, dass es aus der Erde wuchs wie Knollen, mhm, und dass Kinder auch mit Gegenständen spielten, die aussahen wie Spielzeuge und Kugelschreiber und alles waren Minen. Ne? Und es wurden ganz viele attraktive Gegenstände abgeworfen, womit Kinder gerne spielen. Und sie explodierten. Und das war anders dann. Also das war etwas, was bis heute mich ja gar nicht verlassen hat. Dass man mit den Gefühlen der Menschen umgeht, sie zu überführen in eine Zerstörung, eine Selbstvernichtung. Aber wenn ich diesen Gedanken der Zerstörung, wenn ich das aufnehme, der spielt ja jetzt auch in unserem Gespräch eine große Rolle. Immer wieder die Erfahrung von Bomben, von Minen, von Zerstörung. Das ist ja etwas, was dem Sie sich stellen. Sie weichen dem nicht aus. Und wenn Sie sagen, der Ekel in seinem eigenen Erbrechen auszurutschen und hinzufallen. Also das ist ja diese Seite, das Zerstörerische, das Elend. Dem weichen Sie eben nicht aus. Und Sie finden Strategien oder Formen, das irgendwo auszuhalten oder es Zyklus dieser 62 Zeichnungen kommen zu Tools Lang. Die Seelen, der Wind der Seelen der Toten für die Kinder der Khmer
Was war der Impuls? Was war, wenn Sie sich da nochmal zurückversetzen, 93, dass Sie einen solchen Zyklus dann setzen? Sie haben das eben beschrieben, die verletzten Kinder, das war die eine Seite, aber das war auch eine Reaktion, die ja tief mit Ihrer eigenen Biografie auch zusammenhängen muss. Ja, natürlich. Also wenn man in Mauthausen war oder 71 schon in Polen, auch in den Lagern, und ich auch früh ausgestellt hatte. Ich habe auch eine wunderbare Anerkennung gefunden, Freund Polens zu sein. Da gibt es eine herrliche Medaille. Mhm. Und habe mit Stanislavski in Lodz-Ausstellungen gemacht und in der alten deutschen Kommandantur in Warschau, in der Sachinta. Und das sind biografische Momente, aber dass man versucht erstmal zu vergleichen, nicht? Das ist ja auch, wenn man durch Afrika fuhr, durch diese Tage und Wochen und Monate, lange 5 Monate ist lange Zeit draußen zu sein, dann diese Verwehung zu erspüren und welche Jahrtausende alte Kultur ist da verweht und kommt wieder ans Licht. Und das auch zu sehen, mit anfangs vielleicht, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, mit den Vernichtungsgebärden und Gebaren, dem Gebaren, das wir in Europa angerichtet haben, dass da dieser blanke Schädel ja dann keinen großen Widerstand mehr bietet und auch seine Engelhaftigkeit im Haar verliert, nicht? Und das sind also noch von Europa gedachte Vorstellungen und nach Botticelli. Und dann es ist aber so, dass es da eine tiefere Wirklichkeit gibt, die einen auch befreit von europäisch vorgedachter und geprägter Denkweise. Und dann dieser Wind, der es nicht auslöscht, auch nicht poliert, aber es ist ein Atem, der die Höhlen ausfüllt, die Augenhöhlen und die lachenden Kiefer, offenen Kiefer, und da weht es hindurch. Es ist fast wie eine Eolsharfe, nicht? Und dann zu übertragen auf das, was da noch im Moment gerade explodieren kann auf einem Feld, eine Mine, da wo ein Kind damit umging. Und also das sind ja dann Notationen auch. Das ist dann das strukturiert, das anhaltende Gefühl der Wehmut und der fließenden Tränen, nicht? Also das ist ja auch dann so ein Hauch von angewehter Feuchtigkeit, die dann mit Atem verwoben eine nekrophile Liebe erzeugt. Mhm. Nicht? Dass man eine Todessehnsucht empfindet, die auch bei mir mit 16, 17 Jahren, 15 Jahren doch auch da war, weil man immer mehr hörte, was der Krieg war und was geschehen ist, also der europäische Krieg. Und erst wieder erschüttert war nach 51 bis 53 mit dem Koreakrieg, total erschüttert. Für mich war das die größte Erschütterung nach 45. Und dann dieses Gefühl in sich selbst autobiografisch erweckt zu sehen, dass das Ausdruck finden kann. In dieser Serie der verhangenen Tränen vor etwas, was man nie scharf sehen kann. Nicht? Also das, man möchte es scharf hingucken, aber es ist vernetzt, deshalb die Feuchtigkeit, wie ich sie von der Natur eben interpretierte, es lässt sich nicht durchschauen, sondern man schaut in sich hinein und die Blickrichtung ist dann vielleicht von der Art, dass das Seherische im Menschen Ausdruck findet durch eine innere Erhellung
nicht durch Wahrnehmung der Betrachtung und das Nicht-Sehen-Können, weil man verheult ist. Aber die innere Erhellung, die daraus erfolgt, kann das Seherische bewirken und Erkenntnis vermitteln, wie wir das eben auch biblisch kennen, nicht aus diesen Überlieferungen. Und das war eben da der Ausgangspunkt, warum ich diese Serie so gemacht habe, wie sie jetzt da vorliegt. Ja. Wir sind Ihnen extrem dankbar, dass Sie mit Ihrer Vitalität und Kraft in diese Tiefen herabsteigen, weil das kaum jemand aushalten kann und wir ja in Ohnmacht in Anbetracht solcher Situationen sind. Und ich glaube, dass ich da etwas Politisches, und zwar politisch in einem besonderen Sinne, in Ihrer Arbeit manifestiert, dass Sie trotz des Schmerzes, trotz dieser Empathie einen Weg des Handelns zeigen, einen Weg des Ausdrucks und des Überlebens. Immer wieder mit dieser Vitalität, es geht weiter, trotz allem. Ja, also das ist ja der Ausdruck einer Liebessehnsucht, nicht? Der Liebesbrief an einen Unbekannten. Aber das ist daraus, das ausgelöst ist es durch diese Erfahrungen, dass man schöpferisch wird. Die Genesis findet dann in sich selber vitale Kraft im Bild.